Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Und ich habe vor, nochmal hier rauszugehen. Wir müssten, glaube ich, nochmal Richtung Westen. War ja ein Tor. Und noch einmal diesen einen Dungeon versuchen. Wir sind ja ein bisschen jetzt geheilt. Wo ist denn der Ausgang? Ist der Ausgang? Ich hoffe ja. You walk into the King's Audience Hall. Oh! Noticing the many fine trappings and furniture that decorate the area. Outside, the golden fall sun does nothing to lend its heat to the interior. Head of you waits. Soll das denn bitte heißen? King of Sentinel. It is well known that Sentinel is currently at peace with its neighbor, Agathe. Okay, quatschen wir mal mit dem König. So, welcome to Sentinel, Max Deus. Please treat yourself to our city-state's many pleasures. Our taverns are particular delight, the best mutton pie in the province. Now you read, I must dismiss you. Okay, danke schön, mein König. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus. War jetzt nicht das, wo ich genau hin wollte. Ah, jetzt ruckelt's wieder. Genau, hier wollten wir raus. Und dann wieder die Waffe. Und dann auf die Insel. Das Dungeon wollte ich jetzt nochmal versuchen. So. Wir versuchen das hier nochmal. Und hoffen wir überleben es. So, da haben wir wieder Gold. Gehen da rein. Nochmal. Ah ja, der war ja zu. Was nochmal Gold? 73 Gold, nice. Okay, hier gibt's nix. Der ist wieder zu. 63 Gold. Und nochmal hier rein. Okay. Und nochmal hier entlang. Hier war nichts. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Das ging so im Kreis. Da können wir noch nicht rein und da können wir noch nicht rein. Muss hier bestimmt irgendwie einen Schlüssel geben, dass wir da oder da rein können. Oder wir brauchen Dietrich hier. Ah, okay. Hier kommen wir. Das Gold. 70 Gold, Digga. Und das war ja das, was zu ist. Und das ist zu. Oder warte. Fehler. Nochmal Fehler. Muss ich vielleicht damit so? Wieso können wir das nicht aufmachen? Vielleicht irgendwie was?
Und Decken oder so. RIP. Muss es doch irgendwie was geben, damit wir die anderen Türen da öffnen können. This lock has nothing to fear from me. Aber wieso können wir das nicht aufmachen? Vielleicht irgendwie einen geheimen Knopf. Ansonsten gehen wir woanders hin. So, was gibt's denn hier alles? Na, lass mal hier in Richtung Steg. Norden war das. Norden, Norden, Norden. Da. Oh, habt ihr das gesehen, was da war? Das sieht ja interessant aus. Komm, geh hoch. Ah. Okay. So. War also nicht ganz ein Steg. Muss aber mal was ändern. Das hier mal höher. Mehr Details sind doch nicht besser geworden. Das. Das ist ein Dungeon wieder. Gehen wir mal geradeaus. Jo, da hinten ist er wieder. So, bevor wir reingehen, nochmal speichern. Weil das ist wichtig, weil wir wollen ja nicht die ganzen Fortschritt wieder verlieren. Oh, so ein Dungeon. Ach ne. Ah, den haben wir. Ja! Aufstieg, ja Mann! So, wir brauchen aber wieder hier Willenskraft. Noch ein bisschen. Oh, das bleibt immer noch auf null. Aber egal. So, 4 Gold, oh. Und, ah, dafür die Dinger. Ein Dieb. Okay. Ein einfacher Dieb. So, wir haben noch irgendwas bekommen gehabt. Irgendwas mit Potion. Glaube ich. Blade Pauldron. Oh. Das ist unserer. Und das ist jetzt ein silberner. Wir nehmen lieber den. Naja, wir hatten keinen Potion bekommen. Ne? Habe ich dann falsch gelesen? Aber wir sind jetzt Level 5.
So, wo müssen wir lang? Ich würde sagen, wir laufen hier mal entlang. Das vielleicht doch mal ein bisschen runter, weil das einfach mehr ruckelt. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Laufen wir hier mal weiter. Hier haben wir wieder Feuer. Dann, wo wir hier sind. Hier geht es aber nicht mehr weiter. Da ist irgendwas, was weitergeht. Seht ihr das? Jetzt will ich jetzt wissen, was das ist. Nicht hier. Dann gibt es wieder Licht. Oder ich habe mich geirrt. Geht auch. Kann sich auch mal irren. Aber auch ganz schön weit jetzt von vom Ausgang. Ich hoffe, wir überleben das, bis wir wieder zurück sind. Da lasse ich mich auch die ganze Zeit irgendwie vom Wasser aufhalten, ey. Ja, aber wir gehen mal wieder den Weg runter, zurück. Aua! Digga, zwei Stück! Boah! 6 Gold. Und die ganzen Sachen hier. Und 40 Gold und was das auch noch. This item will encumber you. This item will encumber you. Was heißt denn das? Hm? Ich glaube, wir sind, was Inventar angeht, voll. Okay, dann suchen wir mal einen Ausgang. Hier weiter Richtung Süden. Okay. Süden ist da lang. Weil wir wurden schon heftig erwischt. War noch halb voll Leben, aber. Oh, da hätten wir. Abbiegen müssen. Hallo. Hallo. Ja, dann. Spring. Hat nicht funktioniert mit dem Springen. Im Laufen, okay. Ah.
müssen schwimmen. Wir müssen schwimmen. Und dann sind wir schon wieder draußen. Und so, wir müssen dann wieder zurück Richtung Stadt. War, glaube ich, hier Südwesten, Südosten. So, wo ist unsere Position? Da müsste gleich da vorne sein, die Uhr. Und schwimmen. Jo, hier, das ist auch schon langsam. So, kritisch. Das Rote. Ich glaube, Rot steht für Energie. Grün steht für Leben. Und das hier ist, glaube ich, Magie. Wäre blau. Ah, Süden, okay. Süden müsste jetzt die Stadt langsam sein. Oder Westen, Osten jetzt. Ah, da kommst du ja. Das müsste jetzt Sentinel sein wieder. Müsste hier nicht das Tor sein? Hä? Oder hier? Hier wäre auch gut. Hier wäre auch gut gewesen. So, wo ist denn jetzt überhaupt der Eingang? Hallo, ich will wieder rein. In die Stadt. Komm! Ah, das ist ein Eingang. Hä? Okay, wird wahrscheinlich auch so funktionieren. So, endlich wieder ein Sentinel. Ah, wir kommen hier rein, okay. Jetzt brauchen wir Waffenladen. Wir brauchen Waffen, also müssen wir den ganzen Scheiß da wieder verkaufen. Was wir gesammelt haben. Wie viel Gold haben wir eigentlich jetzt? Oh, 1064 Gold. 1064 Gold. Oh, geil. Geil, 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 geil. Und was sagt die Uhr? 2:42 Nachmittag. Okay. Ah, da haben wir was zum Verkaufen. Da haben wir was gefunden. So. Moin, ich würde gern
das hier verkaufen. Dann noch das. Dann die hier. Aus dem 105 haben wir jetzt. Den wollen wir nicht, dann müssen wir den zweiten, den anderen da, den hier. 1350 Gold? Warte mal. Jack? Exit? Den will er 1500 Gold uns geben, dann behalten wir den. Weil bestimmt ist er deutlich besser. Damage haben wir schon mal plus 6. Können wir den anderen hier kaufen. Wenn der hier schon so viel wert ist. Lederarmschienen haben wir da. Wieder ein Backler. Noch ein Backler. Haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Nö. Alles andere brauchen wir ja. Gucken wir mal, was der noch hat. Viele Boots of Personality für 250 Gold. Silver Helm of Luckhead. Ja, ich würde gerne lieber auf die Ebenerz-Sachen zukommen. So, da suchen wir uns mal eben ganz schnell eine Taverne. Mieten uns dafür 10 Gold, würde ich sagen, ein Zimmer. Übernachten dann mal hier. Wo sind die Tavernen jetzt? Hier verläuft man sich ja richtig übel. Moin, sag mal, wo ist denn die nächste Taverne? Nearest Inn. Das ist doch west of here. Ah, okay. Da hinten ist schon richtig. Ey, aber ich glaube, die Dungeons kriegt man viel, viel mehr Geld, als wenn ich jetzt irgendwie hier die ganze Zeit Arbeit mache oder so. Klar, kostet immer ein bisschen so Leben. Kann man ganz schnell drauf gehen, aber mal wie schnell wir viel Gold hatten. Müsste ich hier mal irgendwie eher die Gegenden abklappern.
Moinsen, du hast doch bestimmt ein Zimmer für mich, ja? Ich gehe von aus 10 Gold. Ein Tag? 10 Gold, ja. Nehmen wir. Ja. So, dann Camping. Camp for a while. Camp until fully healed. Wir machen erstmal so. 12 Stunden sind vergangen, okay. Was heißt das jetzt, wie spät es ist? 3.10 Uhr am frühen Morgen. Gut, machen wir nochmal 3 Stunden raus. Ah, wir sind aufgestanden, dann müsste jetzt 6 Uhr sein. 6 Uhr 12. Perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, euer Max Deus, und warum schon wieder Basecamp an? Egal. Ciao.